Ja, herzlich willkommen bei Ubi Testet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt auf dem Channel hier bei mir. Und heute gibt es ein Herzensauto von mir oder respektive das Auto, welches ich für dieses Jahr als meinen persönlichen Favoriten schon auserkoren habe. Und den möchte ich euch natürlich jetzt vorstellen. Als Limousine kam er bereits hier auf dem Kanal. Und jetzt natürlich für mich als Familienvater ist es die besonders interessante Variante und sicherlich auch für viele Vertreter da draußen. Und die Rede ist natürlich vom Peugeot 508 SW. Und den haben wir hier in der GT-Version, das heißt stärkster Dieselantrieb unter der Haube. Und den schauen wir uns jetzt, würde ich sagen, einfach mal im Detail an. Viel Spaß! So, dann legen wir doch einfach mal los mit dem wundervollen Design hier vom Peugeot 508. Und ganz ehrlich, mir gefällt der Wagen richtig, richtig gut. Ich muss sagen, allein diese Säbelzähne, die wir hier haben, das ist natürlich etwas, was man so einfach nicht überall bekommt oder nicht überall zu sehen bekommt. Vor allem der Peugeot zeigt hier tatsächlich Eigenständigkeit, sehr schmale Scheinwerfer, die noch einen sportlichen Touch oben drein geben. Die GT-Line kommt hier mit diesem Zielflaggengrill, das heißt also mit diesen Chromelementen, die so ein bisschen an eine Zielflagge erinnern sollen. Der Wagen steht sehr, sehr bullig und sehr, sehr stämmig vor uns. Hat natürlich auch stattliche Abmessungen. So hat er eine Länge von 4,78 Meter total. Bei einem ordentlichen Radstand von 2,79 Meter ist dafür aber auch nur 1,42 Meter hoch. Und bei der Breite muss man ganz klar sagen, da misst er mit 2,08 Meter inklusive der Außenspiegel schon ein ordentliches Stockmaß. Was man sagen muss, vor allem gerade im Baustellenbereich, muss man sich da dann durchaus mal so ein bisschen überlegen, ob man da dann die linke Spur noch nutzen kann oder will. Wir stehen hier übrigens auf den 19 Zoll Rädern, die optional verfügbar sind. Wir haben hier eine abgedunkelte Seitenscheibe am Fond und jetzt kommen wir zu einer für mich eher auch noch sehr, sehr schokoladigen Seite des Peugeot 508 und zwar dieses geniale breite Heck. Also wir haben hier übrigens sehr schöne, echte Auspuffendrohre. Ganz, ganz toll, was hier so flackert. Das sind die LEDs, die hier drinnen sind. Das sehen wir sehr, sehr schön. Auch der Peugeot-Schriftzug, der hier oben entlang läuft, das ist schon sehr, sehr schön. Das machen aber im Moment sehr, sehr viele Hersteller. Dieses Schriftzüge statt Logo macht er jetzt zum Beispiel Skoda auch. Entschuldigung für ein bisschen Verblenden hier. Aber ganz, ganz toll, der Schriftzug da unten, GT, haben wir übrigens hier rechts stehen. Genau, da unten gibt es übrigens dann noch so eine Art angedeuteten Diffusor hier unten dran. Das ist auch sehr, sehr hübsch. Und diese Rückleuchten, ganz ehrlich, das ist eine absolute geniale, schöne Geschichte, die hier durchlaufen. Dieses schwarze Band, das hat schon, ja, hat was von Sportlichkeit, Aggressivität und Dominanz, was wir hier zu sehen bekommen. Das ist schon sehr, sehr schön und sehr, sehr schick, was Peugeot uns hier liefert. Und auch eben eigenständig, das muss man auch ganz klar sagen, denn so wirklich vergleichbar ist dieses Design in meinen Augen mit keinem anderen Hersteller, den ich jetzt so kenne und den ich regelmäßig auch fahre. Und da muss ich sagen, gefällt mir dieser Peugeot schon sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber wenn es ist, schreibt mir das echt mal unten in die Kommentare. Mich interessiert mal so, wie ihr mit diesem Design euch anfreunden könnt oder eben nicht. Hinter der elektrischen öffnenden Heckklappe verbirgt sich beim Peugeot 508 SW ein Gepäckraumvolumen von 530 bis 1780 Liter Stauraumvolumen. Wir haben eine Laderaumbreite von maximal 1,13 Meter. Wir haben eine Laderaumhöhe, die zwischen 40 und 68 cm variiert, sowie eine Laderaumtiefe von 106 cm.
cm in der Basis und maximal 203 cm, wenn wir umlegen und bis zum Vordersitz vorladen. In der Praxis ist es so, dass hier in den Kofferraum tatsächlich das meiste hineingeht. Wir bekommen dank der Verzurschienen auch viel Material sicher hier untergebracht. Es gibt viele kleine Gepäckraumlösungen. Wir haben einen doppelten Laderaumboden, der aber definitiv nicht sonderlich nutzbar ist. Hier drin befindet sich das optionale Notrad. Wir haben die Fernentriegelung für die Lehnen an der Seite. Damit klappt das Ganze, ein Laderaumrollo. Und wir haben unter dem Laderaumrollo ein Trennnetz untergebracht. Ich habe Platz genommen mal hinten im Peugeot 508 SW. Wer das Video zum 508 Limousine gesehen hat, da hatte ich ja den Einstieg schon bemängelt. Der ist tatsächlich hier auch ein kleines Hindernis, denn dieser Bogen hier ist ziemlich weit rumgezogen und ziemlich tief. Also das sieht man hier, ich kann meinen Kopf quasi hier anlehnen und mit 1,78 bin ich jetzt nicht unbedingt sonderlich groß. Das auch dieser nach unten gezogene Dachbogen hat tatsächlich auch den nächsten Nachteil, und zwar beim Kinderbetrieb. Und damit würde ich sagen, fangen wir jetzt erst einmal an. Kindersitze zu integrieren ist hier kein Problem. Wir haben Isofix links und rechts. Ein Problem allerdings, die Isofix-Verankerungen zu finden, denn die sind mit so einem Reißverschluss gesichert. Und bis man den Reißverschluss fummelig aufhat und das auseinandergezogen hat und dann die Isofix-Haken freigelegt hat und den Isofix-Kindersitz da drinnen befestigt hat, das dauert durchaus ein wenig. Ein anderes Problem ist der Top-Teeter im Kofferraum. Der ist ebenfalls nicht sonderlich fein ausgearbeitet. Da könnte man so einen Plastikrahmen eigentlich am besten einsetzen, sodass man auch den Haken besser einfummeln kann. Und nächstes Problem ist tatsächlich das Trennnetz hinten noch eingebaut. Dann kommt man tatsächlich mit dem Haken nicht zwischen Trennnetz und Sitzlehne hinten. Da muss man die Sitzlehne tatsächlich etwas entriegeln, nach vorne nehmen, den durchfädeln, Sitzlehne nach hinten. Das ist schon eine sehr, sehr fummelige Arbeit, hier ein- und auszuladen. Interessant aber auch, der Beifahrersitz hat Isofix-Verankerungen und einen Top-Teeter. Das ist schon mal sehr gut. Aber kommen wir zum Sitzposition hier zurück. Ich sitze hier mit meinen 1,78 doch ganz ordentlich. Kopffreiheit habe ich mehr als genügend, also da geht über eine Faust, ja, so, ja, fast zwei Fäuste könnte ich da unten reinbringen, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Auch die Kopfstützen lassen sich genügend weit hier in der Höhe einstellen, das passt wunderbar. Auch die Distanz zum Vordersitz ist okay, da passt meine Hand gerade noch vor die Knie, die Füße passen unter den Vordersitz optimal hin. Die Sitzlehne ist ausgearbeitet, ist übrigens mit dieser Lederausstattung, die hier verbaut ist, das ist die Nappa-Lederausstattung, die 1.350 Euro Aufpreis kostet, wenn sie schwarz ist im GT. Dann ist sie hier auch schön ausgeformt. Wir haben Netze hier an den Vordersitzen dran. Wir haben Lüftungsdüsen. Wir haben auch zwei USB-Anschlüsse hier verbaut. Wir haben eine Mittelarmlehne mit zwei kleinen Cupholdern, die auch sehr gut ist. Und ansonsten muss man sagen, sitzt sich hier hinten doch durchaus bequem, was man dem Wagen so gar nicht zutrauen würde. Ich habe mich jetzt nach vorne gesetzt, den wohl wichtigsten Platz für euch da draußen im Peugeot 508 SW. Und was man gleich sagen kann, dasselbe Problem wie beim 508 Limousine bzw. auch wie beim Fond, ist tatsächlich dieser Dachholm hier, der so nach unten gezogen ist. Ja, da muss man ab und an so ein bisschen den Kopf einklemmen. Aber dadurch, dass die Sitzposition sehr, sehr tief ist hier im Peugeot 508, fast auf Sportwagenniveau, ist es tatsächlich so, dass man eher nach unten hin einsteigt. Somit nimmt man automatisch diese Kante eher ein bisschen weniger wahr als dann tatsächlich bei einem normalen Pkw. Wie gesagt, die Sitzposition sehr tief. Wir sitzen hier auf AGR-zertifizierten
Sportsitzen. Das sind halt AGR, steht für Aktion gesunder Rücken. Das heißt, es sind orthopädisch geformte Sitze und das merkt man auch. Auf Langstrecken kommt man entspannt von A nach B. Man hat tatsächlich hier auch noch eine Massagefunktion, die wir zustellen können. Sie sind elektrisch einstellbar. Wir haben eine Schenkelauflage. Die Beinfreiheit ist hier so ein bisschen nach rechts hin zur Mittelkonsole leicht eingeschränkt. Liegt daran, dass die Mittelkonsole sehr breit ist und sich auch von hinten nach vorne etwas verbreitert. Das heißt also, das Knie liegt immer so an der Mittelkonsole auf, ist aber beledert. Das heißt also, da drückt auch nichts, es ist gerade, da stehen keine Kanten raus. Das Lenkrad ist sehr, sehr kompakt. Also es ist das kleinste Lenkrad, was ihr tatsächlich in dieser Klasse kaufen könnt. Peugeot hat das Ganze ja auch so gemacht. Das liegt an dem iCockpit. Das heißt, man schaut über den Lenkradkranz auf das Kombi-Instrument hinauf. Das Lenkrad ist in Höhe und Tiefe ausreichend verstellbar. Allerdings sage ich immer, oder es ist mir aufgefallen, man braucht hier eine etwas längere Zeit, um eine optimale Sitzposition zu finden in dem Peugeot 508. Liegt aber auch tatsächlich an dieser Cockpit-Konstruktion, wenn man über den Lenkradkranz nämlich hinüberschauen muss. Ansonsten fühlt sich hier alles wirklich sehr, sehr gut an. Vor allem, ich habe auch genügend Kopffreiheit trotz Glaspanoramadach. Also bei mir passt tatsächlich mit 1,78 hier noch gut eine Faust nach oben hin. Und von dem her sitzt sich perfekt und ich glaube, wir schauen uns mal auch an, wie perfekt der Innenraum ist. So, jetzt sitzen wir tatsächlich im Innenraum und den möchte ich euch ein wenig zeigen, denn der 508 SW oder überhaupt die 508 Variante bietet hier schon einen großen Eigenart im Gegensatz zu anderen Herstellern. Peugeot geht hier einen komplett eigenen Weg, auch der Ergonomie. Wir müssen gleich mal sagen, das Auffälligste ist natürlich, wir haben hier ein Zentraldisplay, was nicht nach oben, hier oben unbedingt so freistehend ist, sondern ein bisschen weiter tiefer sitzt, ist aber immer noch sehr, sehr gut ablesbar. Das muss man sagen, wir haben hier Klaviertasten als Direktwahltasten, darunter noch Klimabedientasten, weil das Klimabedienteil jetzt hier in dem Mittelmediasystem ist. Wir haben hier ein 8,8 Zoll großes Display, was ausreichend groß ist. Wir haben dann ein 12 Zoll Display hier als voll digitales Kombi-Instrument. Aber fangen wir einfach mal von Fahrerposition aus an. Hier haben wir tatsächlich das kleine Lenkrad und zwar ist das wirklich das kleinste Lenkrad, was ihr in dieser Klasse bekommen könnt. Das ist aber auch die Besonderheit, die Peugeot benötigt, dass man dieses hier unten und oben abflacht und sehr, sehr dünn und, oder nicht dünn, sondern tatsächlich sehr, sehr schmal, klein ausgeformt hat. Also hier fährt man quasi so ein Go-Kart-Lenkrad hat man in der Hand. Das ist gar nicht so verkehrt und man gewöhnt sich auch sehr, sehr schnell daran. Die Übersichtlichkeit ist hier sehr einfach gestaltet. Wir haben Sprachtaste, wir haben laut und leiser. Wir haben hier die Wahl zwischen den Menüs des Kombi-Instruments. Hier können wir die Playlisten durchscrollen und ansonsten haben wir hier auch noch Telefonannahme. Dann das iCockpit, so nennt sich das Ganze, ist tatsächlich so aufgebaut, dass wir dieses kleine Lenkrad haben. Der Fahrer blickt über den Lenkranz auf das Kombi-Instrument hinauf. Die Verarbeitung des ist wirklich insgesamt ganz gut. Wir haben hier zwar eher härtere, aufgeschäumte Kunststoffe, die aber gut sind. Wir haben hier Echtholz. Applikationen versetzt, die 200 Euro Aufpreis kosten. Leider knarzt dieses Ding hier so ein bisschen. Aber gut, das sind kleine Verarbeitungsmängel, die ich jetzt nicht so dramatisch sehe. Vor allem das Fahrzeug ist aus einem sehr frühen Produktionszyklus. Wir haben 15.06. war tatsächlich die Markteinführung beim Händler. Das Fahrzeug ist tatsächlich aus Januar 19, das heißt also nochmal ungefähr ein halbes Jahr vor Markteinführung produziert worden. Dennoch gebe ich dem Fahrzeug dann hier noch ein bisschen Spielraum. Wir haben auf der linken Seite tatsächlich die Assistenzleiste untergebracht mit Kofferraumentriegelung, Spurhalteassistenten aktiven, den teilautonomen Assistenten, die Standheizung und dann gäbe es hier noch Tasten für eine Nachtsichtfunktion unter anderem, die hier nicht verbaut ist. Das Kombi-Instrument, wie gesagt, ist voll digital, lässt sich sehr schön ablesen, gibt auch eben hier mehrere Varianten, die man sich tatsächlich anzeigen lassen kann. Man kann das Ganze auch personalisieren. Wir können Navigation auswählen. Wir haben dann noch die Möglichkeit, die Fahrhilfen uns anzeigen zu lassen. Hier kommt dann tatsächlich auch der Lane Assist, der tote Winkelassistent und Querverkehrswarnung und so weiter zum Tragen.
Genau. Klassische Anzeigen. Wir können das Ganze auch minimalisieren. Gerade bei Nachtfahrten ist das sehr angenehm. Dann haben wir tatsächlich hier nur noch geringe Anzeigen. Ich persönlich nehme die klassische Anzeige mit den quasi dargestellten Tuben. Dann gehen wir ins Mediasystem hinein. Beim Mediasystem, wie gesagt, haben wir hier diese Klaviertasten. Sehr, sehr schön, lässt sich toll bedienen. Da gehen wir dann tatsächlich hier ins Infotainment-System. Also Radio und DAB-Tuner ist hier verbaut. Wir haben dann hier die Klimafunktionen als nächstes, die wir aufrufen können. Wir gehen dann als nächstes in die Navigation hinein. Die Kartendarstellung, muss man sagen, nicht sonderlich schön. Kennen wir aus den älteren Modellen vom PSA-Konzern. Ist jetzt nicht mein Favorit. In meinen Augen müsste man das schon feiner auflösen können mit höherer Detailgetreuheit. Aber gut. Dann haben wir hier die Fahrhilfen, die wir hier aktivieren, deaktivieren können, wie wir sie benötigen. Unter anderem können wir auch hier auf die Fahrzeugeinstellungen zugreifen. Dann die Telefonfunktion. Hier können wir das Telefon synchronisieren. Dann kommen wir in die Konnektivität. Da haben wir dann Apple CarPlay, wenn wir es brauchen, Android Auto oder MirrorLink. Peugeot bietet auch noch Apps an, sind aber in meinen Augen zu vernachlässigen. Können wir auch nur auf bestimmte Fahrzeugdaten zugreifen. Dann haben wir hier noch tatsächlich eine Personalisierung, das iCockpit Amplify. Das heißt, wir können hier nochmal so ein bisschen mehr Schwung in die ganze Geschichte hier bringen. Entweder tatsächlich mit Relax, dann geht automatisch die Massagefunktion der Sitze an. Wir haben hier ein etwas gedämpftere Beleuchtung. Es wird dann quasi hier eine Lupenfunktion im Kombi-Instrument aktiviert. Das heißt, man reduziert das Ganze so, dass nicht die Überfrachtung ist. Wir können es aber auch in die andere Richtung machen mit Boost. Dann wird hier alles rot geschärft. Das ist sportlich. Das Programm schaltet automatisch in den Sportmodus. Das ganze Fahrzeug ist dann hier einfach nochmal so ein bisschen quasi angespannt. Möchte dann auch tatsächlich so ein bisschen Sportlichkeit suggerieren. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich persönlich habe weder das eine noch das andere aktiviert. Ich bin hier im normalen Modus durch die Gegend gefahren. Die Mittelkonsole, wie gesagt, sehr, sehr breit ausgeführt. Wir haben hier noch ein Ablagefach. Da liegt dann bei mir die Sonnenbrille drinnen. Wir haben den Schlüssel, den wir da reinlegen können. Das Ganze ist auch sehr, sehr schön ausgeformt. Da ist eine gummierte Lasche drinnen. Übrigens, die Induktivladeschale für Smartphones ist nicht hier, sondern unter der Mittelkonsole. Es ist ein bisschen frickelig. Da unten ist es aber gummiert. Wenn wir das da drauflegen, merkt man das dann schon. Und da unten ist dann auch eine Kontrollleuchte. Das ist ein bisschen schlecht zugänglich. Das muss man ganz klar sagen. Da unten sind nämlich auch die USB-Anschlüsse, wenn man Apple CarPlay nutzen möchte. Also da hätte ich mir irgendwo eine Möglichkeit gewünscht, dass man das hier reinlegen kann, das Kabel irgendwie nach unten verlegt oder ähnliches. Das gibt es leider nicht. Hier ist der Automatikwählhebel. Und da ist auch eine Besonderheit beim Automatikwählhebel. Denn es gibt hier keine Möglichkeit des manuellen Schaltens oder so, sondern wir müssen tatsächlich hier die manuellen Schaltungen tatsächlich über diese Drive Modes aktivieren. Das ist schon sehr, sehr umständlich, denn die Schaltpedal, mit denen ist es tatsächlich so, dass man nur kurzfristig die Gänge wählen kann, dann aber das System automatisch wieder eingreift und die Gänge automatisch anpasst. Wir haben hier noch zwei Cupholder, eine große Mittelarmlehne, die wir öffnen können. Dahinter befindet sich ein größeres Ablagefach. Wir haben ein großes Handschuhfach, was wir hier unten haben. Die Verarbeitung, wie gesagt, an sich gut. Auch die belederten Sachen, auch die Materialien sind ordentlich. Da kann man überhaupt nicht meckern. Ich bin jetzt unterwegs mit dem Peugeot 508 SW und zwar als GT-Version. Heißt, unter der Haube steckt eins der stärksten Triebwerke. In dem Fall der Turbo-Diesel, 2 Liter Hubraum hat er, 177 PS, 400 Newtonmeter Drehmoment und damit geht es in 8,3 Sekunden auf 100 oder 231 km/h maximale Spitzengeschwindigkeit. Im Alltag sieht das Ganze dann so aus, dass der Motor sehr, sehr ruhig arbeitet, angenehme Geräuschkulisse. Klar, ich würde mal sagen, so ein bisschen knurrig ist er, aber nageln würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Also eher, ja, eine schöne
dunkle, tiefe Note. Und das gefällt eigentlich ganz gut. Passt auch zu diesem sportlichen Charakter, den der Peugeot 508 ja versprüht, auch von außen. Ja, beim Fahren hält er das Ganze nicht so wirklich ein. Er hat zwar ein adaptives Dämpfersystem, womit wir die Dämpfer noch ein bisschen einstellen können zwischen sportlich und Komfort. Der Komfort, sage ich gleich, ist wirklich gut gelungen. Dafür, dass wir hier 19 Zoll Räder drauf haben, macht er das richtig, richtig gut. Nur Querfugen, die mag er einfach nicht. Die werden trocken überrumpelt und weitergereicht. Bei der sportlichen Fahrweise sieht es dann eher so aus. Er liegt zwar schön straff, wir haben kaum Wankbewegungen in den Kurven. Dafür allerdings bietet die Lenkung etwas wenig Rückmeldung. Ist auch ein bisschen zu indirekt ausgelegt, gerade um die Mittellage, was zwar wiederum den positiven Fahrkomfort auf der Autobahn unterstützt, das Kurvenräubern aber dann nicht so schön macht. Ebenso unschön, die Automatik arbeitet wirklich sehr, sehr gut. Schön verschliffene Schaltvorgänge, die 8-Gang-Automatik kommt aus dem Hause Aisin, ist mittlerweile auch hier im PSA-Konzern bekannt und auch wirklich sehr gut. Einzig, sie hält hier so ein bisschen die Drehzahl unnötig hoch, vor allem im Stadtbereich. Da könnte man eigentlich mal eins höher schalten. Komischerweise schaltet er dann immer wieder automatisch zurück. Wer manuell schalten will, kann nicht nur die Schaltwippen nutzen, denn bei den Schaltwippen ist es so, dass er nach ungefähr 15 Sekunden, wenn man nichts tut, wieder automatisch schaltet. Nein, man muss über den Drive-Mode-Schalter hier in der Mittelkonsole tatsächlich manuell aktivieren, damit man auch dann wirklich manuell die Gänge wechseln kann. Assistenzsysteme bietet der Peugeot 508 ja auch zu Genüge. So haben wir einen Totenwinkelassistenten, wir haben einen aktiven Spurhalteassistenten und wir haben einen Drive Pilot, nenne ich es jetzt einfach mal, ein System, was uns teilautonom alle Assistenzsysteme miteinander verknüpft, sodass wir tatsächlich automatisch den Abstandsregulierung, wir halten automatisch die Spur, das Fahrzeug hält uns automatisch einfach auf Kurs. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Der Spurhalteassistent ein bisschen früh eingreift. Den habe ich des Öfteren tatsächlich dann deaktiviert. Sehr gut allerdings der Notbremsassistent. Der greift auch wirklich dann nur ein, wenn er es wirklich benötigt. Denn da hatten wir auch schon andere Autos hier im Fuhrpark, die hier schlicht und ergreifend früher den Anker einfach mal geschmissen haben, auch wenn sie nur eine Leitplanke erkannt haben. Auch sehr positiv hier beim 508 ist die Geräuschdämmung an sich. Die Akustik ist sehr gut gelungen. Das Fokal-Soundsystem, was hier serienmäßig ist und bei den anderen Modellen optional, naja, gibt mir jetzt nicht so den nötigen Kick, muss ich zugeben. Da fehlt es einfach ein bisschen an Bass, auch ein bisschen Lautstärke. Man muss es sehr, sehr hoch drehen, was ich unnötig finde. Also da würde ich mir durchaus etwas mehr wünschen von einem Top-Soundsystem hier. Aber gut, damit kommt man aber auch zurecht. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Aber nochmal zurück zur Akustik. Da muss man sagen, der Peugeot hat ja hier tatsächlich rahmenlose Fensterscheiben. Und die neigen normalerweise zu deutlichen Windgeräuschen. Ist hier überhaupt nicht der Fall. Also selbst auf der Autobahn echt gut, der Peugeot 508, was er hier so treibt an akustischer Dämmung. Und so gedämmt macht das Ganze dann durchaus wieder einen eher komfortablen Eindruck statt sportlich. Wie immer kommt jetzt das Ende der Dienstfahrt, auch für den Peugeot 508 SW. Und ich muss sagen, ich gebe ihn wirklich sehr, sehr ungern jetzt dann wieder her. Denn der Wagen sieht einfach unfassbar gut aus und er macht seine Sache auch sehr, sehr gut. Man würde gar nicht erwarten, dass so viel in den Wagen hineinpasst, trotz dieser ja, sehr stylischen, sehr sportlichen Form mit dem sehr stark hinten runtergezogenen Blech. Aber er schafft es tatsächlich, mich auch wiederum zu begeistern von der insgesamt tollen Verschliffenheit von allen Komponenten. Denn der 508 fährt sich sehr komfortabel, trotz der 19 Zoll Räder und der adaptiven Dämpfer.
Er hat einen tollen Dieselmotor, der allerdings ein bisschen mehr Punch benötigen könnte. Naja, 1,7 Tonnen sind halt einfach auch kein Pappenstiel in der Mittelklasse. Das muss man auch ganz klar sagen. Platzverhältnisse, naja gut, für Familien ist das jetzt vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Mit einem Kind würde ich sagen, geht es ganz gut. Mit zweien, wenn sie ganz klein sind, würde ich das jetzt eher ablehnen. Bei zwei mittelgroßen Kindern, ich sag mal so im Schulalter, wird das auch gehen, weil dann der Kofferraum auch ausreichen wird, der tatsächlich einige schluckt, vor allem wenn man tatsächlich das maximale Laderaumvolumen ausnutzt, dann bringt der Wagen doch noch sehr, sehr viel Platz mit. Fahren tut er sich toll, verbrauchen tut er wenig, kosten tut er viel. Ja, das ist auch tatsächlich so der größte Manko an dem Auto ist, das Preis-Leistungsgefüge ist eigentlich insgesamt stimmig, wenn man das so mit den Premium-Anbietern vergleicht. Dennoch muss man sagen, 54.000 Euro rund, so wie er hier steht, das ist ein Pappenstiel, das kostet schon einiges an Geld. Also hier ist Peugeot auf alle Fälle gefragt, gute Leasing-Angebote für die Geschäftsleute zu machen, damit das Auto hier auf die Straße kommt. Ansonsten für euch Privatkunden da draußen, ganz klare Geschichte, kauft euch einen jungen Gebrauchten, am besten Jahreswagen, Vorführwagen oder ähnliches. Und dann sind hier auch einige Prozente drinnen und dann macht das Auto auch richtig, richtig viel Spaß. Und in meinen Augen macht man hier keine Fehler. Jetzt ist die Frage, habe ich irgendwelche Fehler gemacht? Dann bitte unten in die Kommentare. Ansonsten, ich würde mich freuen über jedes Like, das ihr da lasst und natürlich ein Abo mit der Glocke, damit wir uns möglichst schnell wiedersehen können. Ansonsten würde ich von euch gerne wissen, was ihr über den 508 SW denkt. Gefällt er euch? Wie seht ihr ihn im Mitbewerberumfeld? Seid ihr vielleicht sogar gefahren? Dann schreibt mir einfach und lasst uns ein bisschen diskutieren. Ich würde mich darüber freuen und sage von dem aus Tschüss und Servus. Euer Ubi.